Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Horror Stories. Und wir haben schon die ersten drei Level gemacht, beziehungsweise wir sind jetzt bei Level 3. Und Level 3 war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil der Killer einfach mal so komisch sich verhält. Und ich würde gerne. So, jetzt haben wir hier die Lampen. Ich kann nicht schneller laufen. So, wir machen jetzt hier die erste Falle bereit. Hoffentlich klappt das. Ah, ich gehe nicht davon aus. Oh. Oh, das war knapp. Das war knapp. So, mach mal. Wir versuchen es gleich nochmal. Die uns das letzte Mal echt zum Verhängnis wurden. Aber der Killer geht einfach ganz komische Wege. Na komm schon. Wir können uns halt nicht großartig fortbewegen, ne? Schön beobachten, wo er langläuft. Oh nein. Huh, das haben wir gerade noch so geschafft. So, wir haben den Herd jetzt da oben. So, mal ablenken, dass er erstmal nochmal guckt. Na komm, geh schon. Die Uhr ist gefährlich. Oh, wir können uns nirgendwo verstecken. Oh nein, ich bin schon wieder rangekommen. Das gibt's doch nicht. Puh. Ah, das ist doof, weil die Räume so komisch angeordnet waren. In den ersten zwei Level oder so ging das noch. Oh nein. Wir warten, wir warten, wir warten. Oha. Nochmal gut davon gekommen. Also ihr seht schon, das Spiel ist ein bisschen tricky oder ich stelle mich einfach nur doof an. Aber es macht halt mega Spaß, ne? Oha, ich hoffe, das war kein Fehler. Das Bett. Okay, wir können zum Auto. Beim Auto ist er nicht so oft, habe ich das Gefühl. Natürlich jetzt, wo wir das haben. Nicht hängen bleiben da. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt präparieren wir das. Wir präparieren nicht das Auto. Wir warten, bis er weg ist. Hatten wir nicht schon eine Falle gemacht jetzt? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Doch, hatten wir doch. Das Doofe ist halt, der bricht halt die Aktion immer gleich ab, ne? Das heißt, man muss halt immer wieder von vorne losmachen. Was halt ein bisschen doof ist. Aber ansonsten. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein! Da sind wir gestorben. Neustart. Man kann sich nicht die Wege merken.
tatsächlich hatten wir die Lampe also. So. Jetzt dürfte er eigentlich ins Bad gehen. Genau. So, wir versuchen es. Und nach dem Bad kommt er dann zu uns ins Zimmer. Genau. Sehr gut. So. Und jetzt ganz schnell. Es geht nicht schneller, leider. Und jetzt kommt er wieder runter. Oder? Er geht wieder ins Bad. Hammer. Ich gehe jetzt hier hoch, habe jetzt die Dings. Für was ist die? Fürs Auto. Okay. Er geht an den Herd. Er kommt zu uns. Wir verstecken uns. Sehr gut, sehr gut. Oh. Oh, puh. Oh nein. So, jetzt machen wir das Auto dann als nächstes oder wir versuchen es. Wir warten erst, wo er langläuft. Okay, sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, er ist in dem Zimmer, das hilft uns. Geht er jetzt hin? Okay, das heißt, wir können noch schnell das aufsammeln hier. Das ist für den Herd. Wir holen ihn mal kurz zu uns. Verwirren ihn ein bisschen. Und da haben wir ihn auch schon bekommen. Sehr gut. Fast die Hälfte haben wir. So. Die Sache ist, wir können ihn halt nur. Oha! Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Schnell wieder hoch. Ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat, aber ich glaube nicht. Der offene Raum ist natürlich die Herausforderung hier. So, jetzt schnell. Bitte geh doch draußen lang. Ja. Okay, das haben wir. So, was brauchen wir denn als nächstes? Er geht jetzt dahin. Er geht dahin. Schnell verstecken. Wir bräuchten jetzt rein theoretisch noch die Nägel, die in dem Raum sind, wo er jetzt drin ist. Und die Säge für die Uhr. Na komm schon. Geh in die Garage. Die Garage ist irgendwie so unser Safe Room. Da wissen wir, dass er da so kurz einen Moment rumschlawenzelt. Aber ich glaube, der Eingangsbereich wird halt richtig hart. Also von daher, ich weiß noch gar nicht, wie wir das machen sollen. Okay, komm zu uns. Schon geh irgendwo anders hin. Die Sache ist, wir können halt auch nicht rennen, ne? Also wir sind auf jeden Fall langsamer als der Killer. Und bitte geh draußen lang, bitte geh draußen lang. Bitte geh wieder rein, bitte geh wieder rein. Oh, nein, 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 nein. Okay, das haben wir. Wir bräuchten jetzt praktisch noch die Säge.
Die Säge ist unser letzter Trumpf. Komm schon. Wir müssen irgendwie anders versuchen. Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Hohohohoho. Wir warten. Wo geht er lang? Okay, okay, okay. Nee. Das können wir nicht machen. Wir verstecken uns unterm Bett. Und wenn er das nächste Mal runtergeht, machen wir die Uhr. So, er kommt jetzt zu uns. Nee, kommt nicht zu uns. Oha. Sehr gut, sehr gut. Jetzt kommt er zu uns, oder? Nee, er kommt nicht zu uns. Komm, geh nochmal runter Richtung Garage. Bitte. Jawohl. So, jetzt schnell die Uhr. Schnell, schnell, schnell. Hammer. So, das war dann unsere letzte Falle, die wir machen konnten. Ich verstecke mich wieder noch. Und da haben wir es geschafft, tatsächlich. Du hast überlebt. Nächster. Oha. Wir haben da wieder Garage und Auto und alles. Es werden nicht mehr Gegenstände, das ist schon mal positiv. Wenn er jetzt da hingeht. Ah, das war, glaube ich, ein bisschen doof. Ja, das war doof. Das war nicht so cool. Wir müssen mal erstmal gucken. Die Säge, wo ist die Säge? Die ist unten beim Auto. Die Säge. Die brauchen wir für die Uhr. So, jetzt locken wir ihn erstmal zu uns und gucken, wo er danach hingeht. Das. Oh nein, er hat uns. Er hat uns, er hat uns. Ja, das war klar. Wir können also, wie gesagt, nicht rennen, ne? Also, wir haben keine Chance, irgendwie in irgendeinen der Räume uns dann schnell zu verpieseln. Ich würde gerne als erstes irgendwie die Räume machen, wo wir uns verstecken können oder so. Das klappt irgendwie nicht. Wir können jetzt nur warten. Okay, er geht dahin. Er geht wieder hoch. Ist halt doof, ne? Wir haben halt keine Versteckmöglichkeiten in jedem Raum. Und das Schwierigste wird wieder die Uhr werden. Okay, Hammer. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt haben wir hier die Säge für die Uhr oben. Sehr gut. Oha, das war knapp. Das war wirklich knapp. Oh, na toll, jetzt haben wir auch noch das Garagenteil aufgenommen. Natürlich aus Versehen. Oh nein. Okay, er geht da lang. Dann können wir hier schnell lang. Dann können wir hier schnell hin. Können das Auto anfangen? Ich. Oh nein, er kommt schon wieder zurück. Ja. Ah nein, Mist. Jetzt kommt er aber, oder? Okay, wir verstecken uns. Okay, das ist unsere Chance. Jetzt wird er aber bestimmt gleich in die Garage. Oh, doch nicht.
So, das Auto haben wir. Wir nehmen die Säge mit. Wir holen ihn mal zu uns. Er ist ein bisschen verwirrt. Nein, warum gehst du denn nicht dahin? Also bis jetzt ist es eigentlich immer dasselbe. Es sind auch dieselben Gegenstände, die wir hier sabotieren müssen. Deswegen wird es hier erstmal die letzte Folge dann. Und ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen, um euch eventuell, wie gesagt, eventuell noch einen anderen Killer zu zeigen oder so. Aber im Moment wiederholt sich das halt alles, ne? Also wer auf sowas steht, kann sich das gerne auch kaufen. Und an sich macht das ja, da hat er uns schon wieder. Woher hat er das gewusst, dass wir im Dings sind? Also wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Ich würde gern gucken, ob das jetzt nur 4 Level sind, was ich mir nicht vorstellen kann. Ob in der zweiten Regalreihe praktisch dann, also bei Level 5, ob dann ein anderer Killer ist, ob wir in einer anderen Location sind, ob wir auch andere Sachen sabotieren können. Und sollte das der Fall sein, werde ich auf jeden Fall nochmal was aufnehmen. Und ansonsten, ja, wollte ich euch das Spiel jetzt hier mit mal vorstellen. Wem es gefällt, wem die Grafik gefällt, der kann sich das gerne holen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieser kleine Einblick schon gefallen hat. Es geht hier auf dem Kanal jetzt weiter mit The Forest, Staffel 1. Natürlich mit der lieben Steffi. Und wir werden definitiv noch eine zweite Staffel The Forest machen, weil man einfach auch Sachen übersieht und alles, und man will ja auch ein bisschen noch andere Sachen bauen und so. Dann werden wir noch kleinere Projekte zusammen machen, und hier geht es dann auf dem Kanal dann an sich weiter mit dem zweiten Teil von Layers of Fear. Den muss ich noch schneiden, glaube, und dann haben wir ja noch Blair Witch, was wir unbedingt noch spielen müssen. Und dann schauen wir mal, welches Horrorspiel. Ich hätte da noch eins, das ist kein direktes Horrorspiel. Aber ich sag nur Großküche, ne? Also, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, gerne unterstützen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Und ciao.